Ja, da sind wir mal wieder irgendwo auf Wanderwegen unterwegs. Und hier habe ich direkt schon das erste gesehen, was mich da irgendwie ja doch ein bisschen urban glücklich macht. Nämlich, wenn ihr seht hier, guck mal, diese schönen Toblerone-Stücke. Ist ja ein eindeutiges Kennzeichen für militärische Anwesenheit hier in dem Gebiet. Auf der anderen Seite gibt es das auch nochmal, auch mit zwei wunderschönen Stahlschlaufen zum Anschlagen irgendwelcher Drähte. Ja, da geht es weiter rein in den Wald. Schauen wir mal, was uns da noch erwartet. Wird spannend. Ein langer Zaun im Wald. Das klingt doch nach einer interessanten Runde, mal nach links reinzugucken. Zaun ist auch durchbrochen, heißt kein Einbruch. Okay. Okay, jetzt weiter. Zaunteil 2. So, hier gibt es dann den nächsten Zaun. Da ist nur so viel Krempel reingefallen, dass er niedrig liegt. Und dort seht ihr schon ein Wachturm. Okay, spannend. Hätte ich hier gar nicht mehr erwartet. Aber gut. Schauen wir mal weiter. Ziemlich zugewachsen. Wenige Meter weiter. Der nächste mit NATO-Draht gespickte Zaun. So, hier haben wir ein kleines Löckskin, Scheinwerfer, Rollen von NATO-Draht und natürlich den fetten Wachturm. Allerdings, ne, bin heute alleine unterwegs, deshalb werde ich da heute mal nicht hochklettern. Da fehlen so ein paar Stufen hier und Seitenschutz etc. Wenn ich allein bin, mache ich solche Sachen nicht. Merkwürdigerweise gibt es hier nochmal einen Zaunpfahl. Da muss auch irgendwas gehangen haben. Irgendwie Telekommunikationsverteiler. Sieht man noch die bunten Kabel, ein bisschen Strom, Erdung. Dicke schusssichere Fenster, noch mehr Licht. Und ich bin nicht alleine. Alte Sandsäcke. Ja, sehr schön.
alles noch erhalten, einigermaßen. Kann man die Sandsäcke noch unter Moos sehen. Ich denke mal, das ist die ehemalige Stromverteilereinrichtung dieses Abschussplatzes. Jetzt sind wir am unteren Ende. Da sieht man auch, hier muss überall Lichtinstallation gewesen sein an den Wänden. Da schon wieder so ein, ich sag mal, Schützenstand. Keine Ahnung, ich verstehe nicht, warum man die innen hat. Aber gut, ich war auch nicht Konstrukteur dieser Einrichtung. Aus dem Wald kommt der Stacheldraht. Im Vordergrund seht ihr wieder so eine Schießbude, nenne ich sie mal. Ja, okay, wir sind am äußeren Ende und zwar ziemlich weit im Westen des Geländes. Schöne fett vergitterte Fenster. Oha. Ja, da drin ist schon alles ziemlich runter. Oh ja, Dreck ohne Ende. Ein bisschen länger leer. Oh. Stromverteiler. Eingangstor. Eingangstor ist eine dicke Kette drauf, aber hier ist offen. Das nehmen wir und wer da hinten sehen kann, ein schöner, fetter Wachturm. Abgeschlossen, okay. Gebäude ist ein bisschen durch. Die Tarnung lässt nach, der Ziegel kommt durch. Ja. Wenn
das hier wirklich Bundeswehr war. Gut, dass ich im Winter hier gegangen bin. Im Sommer hätte ich die nicht entdeckt. Sehr cool. So, da kommt jetzt wieder ein Zaun. Also ich bin außerhalb des Geländes. Hier waren die ehemaligen Unterkünfte im Hintergrund. Und jetzt gehe ich wieder rein ins Gelände. Und zwar in ein anderes Gelände. Jetzt sind wir am Haupttor der Wache zu diesem Stützpunkt. Und da seht ihr das schöne Drehkreuz. Ja, die Fenster sind leider ein bisschen zugeschweißt worden. Schade. Ich vermute mal, dass man auch nicht mehr irgendwo reinkommt. Aber das ist egal. Ich habe die Erinnerung im Kopf. Abschussplatz 3 oder 1, je nachdem, von wo man zählt. Ja, vorne wieder Schießbude, Seiteneingang mit Prallwand, Stromanschluss. Da hinten war noch ein Stromanschluss. Hier gibt es eine umbaute Ecke. Ah, ne, ist gar keine umbaute Ecke, sondern da ist die Trafostation drin. Die steht hier dekorativ in die Wand eingelassen. Sieht fast aus, als wenn es dazugehört. Was es aber definitiv nicht gehört, wie man an den schönen grünen Türen erkennen mag. So, jetzt sind wir am südöstlichen Ende. Dort finden wir ebenfalls einen wunderschönen Wachturm. Ebenfalls fehlen die unteren Stufen, Spielverderber. So, da wieder ein Sicherungskasten. Hier sehe ich noch einen Strompfeiler erhalten für die Beleuchtung. Und hier hat sich jemand aus dem Schießkino eine Hütte gebaut. Keine Ahnung warum. Vielleicht war es denen zu zügig da drin. So, hier wieder die NATO. Das Türmchen von außen mal. Wunderschön. Ja, da ist der erste Zaun. Hier ist der Außenzaun, der niedrige. Und dahinter gibt es dann direkt den nächsten, den Innenzaun. Also ist war schon gut geschützt, kann man nicht anders sagen. Einmal S-Draht, ganz normaler Stacheldraht. So, damit ist die kleine Erlebniswanderung der Revisite hier am Raketenstützpunkt vorbei.
Schade, nichts Neues gefunden. Oh. 3 Stunden auf dem Gelände unterwegs. Schön mal wieder. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Geht raus.